Ja, hallo und herzlich willkommen zum MAMP-Tutorial über das Tactical Situation Display beim Apache. Ja, heute stelle ich euch die TSD-Seite vor, die ihr hier sehen könnt. Und das ist kurz grob gesagt ein Moving Map, wo wir Geweihtedraht noch drauf darstellen können, wie Wegpunkte, Ziele, Gefahren auf unserem Flugweg und natürlich unsere Route und so weiter. Und diese Seite ist sehr mächtig und hat sehr viele Einstellmöglichkeiten. Wir können bei der Karte viel machen, wir können Bereiche anlegen und so weiter, Wegpunkte editieren. Deswegen, weil das eine etwas größere Seite ist mit viel mehr Umfang, würde ich jetzt in diesem Tutorial nur einmal komplett über die Seite drüber gehen. Wir gehen einmal über alle Punkte einmal rum, gucken uns alle Sachen an und fürs Anlegen von Wegpunkten und Zuweisen und so weiter würde ich nochmal ein eigenes Tutorial erstellen. So, dann würde ich einmal sagen, wir fangen hier unten in der Mitte an und arbeiten uns dann einmal im Uhrzeigersinn einmal drumherum vor. Grundsätzlich, ihr seht natürlich, es ist eine Draufsicht von oben auf euren Flugweg. Ihr könnt dann natürlich diese ganzen anderen Kartensachen machen, auch wie sagen North Up oder Track Up. Das heißt, die Karte ist immer so wie jetzt in die Richtung ausgerichtet, in die er fliegt. Ihr könnt ihr natürlich auch ausrichten, dass die Karte immer nach Norden steht und so weiter. Kommen wir dann aber gleich zu. Hier erstmal hier unten. Jetzt zoome ich mal ein bisschen näher dran, weil wir das Keyboard unten nicht brauchen. Hier unten in der Mitte fangen wir an mit dieser Zahl, die hier steht. Das ist der Kurs, den ihr fliegen müsst, um zu eurem nächsten Wegpunkt zu kommen. Das wäre in der Reihe jetzt der Wegpunkt 1, der hier steht, und zu dem hier. Und wenn ich mal so schaue, wenn hier Norden ist, dann sind das ungefähr 60 Grad. Das passt auf jeden Fall. Als nächstes hier unten käme schon direkt eine Subpage mit weiteren Optionen. Und zwar ist das die Battle Area Management Seite. Dort könnt ihr auf der Karte verschiedene Bereiche festlegen, so Attack Zones, wo ihr zum Beispiel angreift, wo euer Wingman angreifen soll. Die ist etwas umfangreicher, lasse ich deswegen jetzt erstmal kurz aus und gucken wir uns am Ende nochmal an. Hier bei Phase könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Phasen des TSD hin und her schalten. Das heißt, wir haben so wie jetzt die Nav-Page oder die Nav-Phase, die sich mehr darum kümmert und uns Sachen anzeigt, die wir zur Navigation benötigen, während wir dann in die Attack-Phase umschalten können, die uns dann nur Sachen anzeigt, die für uns, während wir beim Angriff gerade dabei sind, uns interessieren. Wenn ich jetzt einmal hier drauf drücke, kann man hin und her wechseln und ihr seht schon, dass zwei Dinge passieren. Ein Datenfeld blendet sich aus, die Route und unsere Wegpunkte verschwinden, dafür tauchen aber Ziele auf. Die beiden anderen Sachen, wie hier ein Gefahrenpunkt und so ein Kontrollpunkt, die erscheinen weiterhin auch in der Attack Phase. Das ist also etwas, um das Display nicht komplett voll zu knallen mit den ganzen Funktionen. Ihr habt natürlich jetzt hier die ganzen Fenster, dann die Targets würden noch erscheinen. Und halt über diese Phase könnt ihr euch dann auswählen, wo sind wir gerade drin und euch dann die jeweiligen Funktionen dann noch ein- und ausblenden, wie ihr die braucht. Das Ein- und Ausblenden der Funktion für die jeweilige Attack Phase oder Nav Phase können wir gleich auch noch machen. Da kommen wir dann aber gleich zu, wenn wir weiter oben beim Display angelangt sind. Aber jedenfalls hier erstmal könnt ihr zwischen den beiden Phasen hin und her wechseln. Menüseite sollte ja klar sein, genau hier mit den beiden anderen. Deswegen können wir hier weiterspringen, direkt zu SA. Situational Awareness Display. Das ist das gleiche, wie es so in der Hornet gibt, wo von anderen Flugzeugen zum Beispiel Sachen übermittelt werden. Wo befinden sie euch jetzt gerade? Irgendwelche Ziele oder sonst was. Die Seite ist leider noch nicht drin. Deswegen kann ich da gar nicht so groß was zu sagen. Die ist boxed. Im richtigen Apache Manual konnte ich da schon ein bisschen reinlesen. Da kann man auch wieder richtig viel mitmachen. Das wird sicherlich ein eigenes Tutorial werden. Aber jetzt haben wir da erstmal nichts drüber. So, wenn wir dann in der Nav-Phase sind, dann haben wir als nächsten Punkt hier oben Inst. Das ist einfach da, um uns ein Instrument anzuzeigen, wenn man nicht draufklicke. Dann kriege ich hier nochmal so eine Kompassrose drumherum, was ich dann für die Funknavigation zum Beispiel brauche, die ich dann hier mit dem TSD auch machen kann. Funknavigation gehe ich jetzt nicht nochmal extra drauf ein. Das werden wir dann jedenfalls in dem Tutorial für die Funknavigation brauchen. Und wir kriegen natürlich hier oben dann auch so eine kleine Stoppuhr, weil wir die auch bei der Funknavigation bzw. so bei der Instrumentenflug ja auch immer wieder gebrauchen können. Das sollte klar sein, jeder kann, glaube ich, eine Stoppuhr bedienen. So, dann gehe ich aus dem Instrument wieder raus und habe meine übliche Übersicht hier wieder. Dann hier oben Pan. In diesem Modus, wenn ich den aktiviere, dass der boxed ist.
Dann haben wir jetzt erstmal so eine gestrichelte Linie um das ganze Display herum, das uns anzeigt, dass das Display freezed ist. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwelche Sachen aktualisieren oder bewegen auf der Karte, kriegen wir das nicht mit. Wir können aber in dem Fall jetzt einfach mit unserem Cursor hier die Position verändern und schon mal in irgendwelche Sachen springen und uns anschauen, was dort vielleicht auf der Karte ist oder ob da irgendwelche Ziele sich verstecken und so weiter. Da können wir dann einfach mit rumzoomen, beziehungsweise ich kann dann auch sehen, dass der letzte Wegpunkt, wo ich eben hier hingehen möchte, genau, dass der auf unserem Flugplatz liegt und so weiter. Und ich kann dann hier in der Karte so hin und her pennen, wie ich möchte und das so verschieben. Dann kann ich natürlich auch wieder aus diesem Pen-Modus rausgehen, um in den normalen zu gehen. Jetzt müsst ihr aber dann darauf achten, dass in dem Modus seid ihr dann jetzt freezed an dieser Stelle. Und um jetzt wieder zurückzukommen, greife ich schon mal ein bisschen hervor. Freezed ist hier boxed und das könnt ihr dann unboxen. Und in dem Fall springt ihr dann automatisch wieder an die Stelle wie vorher. So, als nächstes hier oben die Show-Sub-Page. Das ist das, was ich ja gerade schon sagte, wo ihr auswählen könnt, was für die jeweiligen Phasen dargestellt werden soll. Das heißt, ich klicke dann einmal hier drauf, dass es boxed ist und dann haben wir jetzt hier die Einstellung für die Navigation Phase. Und dann kann ich mir hier diese zusätzlichen Fenster, die hier unten zum Beispiel sind, ein- und ausblenden. Das Fenster für die Waypoint Data, indem ich dann hier angezeigt kriege, was ist mein nächster Waypoint, Wegpunkt 01 in 6,7 Kilometern. Und hier unten würde die Flugzeit stehen. Da wir uns ja gerade am Boden befinden und hier rumstehen, haben wir natürlich keine Geschwindigkeit, haben natürlich auch keine Flugzeit bis zum nächsten Punkt. Inactive Zones, das wäre zum Beispiel, wenn wir da noch irgendwelche Zonen dargestellt kriegen, zum Beispiel von diesem Battle Area Management oder von anderen Sachen, die noch nicht implementiert sind, dann könnte man auch die ein- und ausblenden. Obstacles, das sind auch Wegpunktdaten, die drin sein könnten, die wir jetzt aber hier nicht drin haben. Ich habe zwar hier so einen Punkt hingelegt, so einen gelben für eine Gefahr, beziehungsweise für ein Hindernis, wird aber jetzt nicht ausgeblendet. Auch da kann es eventuell noch Sondereinstellungen geben. Aber auch das eben, dass wir dann mal einfach mal selber auch ein bisschen guckt, was kann man ein- und ausblenden. Hier bei Pilot Cursor könntet ihr sehen, wo der andere, ich sitze ja gerade vorne als Co-Pilot Gunner, deswegen könnte ich hier mit Pilot Cursor mir einblenden, wo der Pilot gerade auf seinem TST seinen Cursor drauf hat. Das ist dann also ganz hilfreich, wenn jetzt hinten zum Beispiel einer fliegt und sagt, ich möchte, dass du an die Spitze hier fliegst und ich sage, hä, wie, habe ich nicht gefunden auf meiner Karte, dann könnte ich mir seinen Cursor einblenden und er kann auf dem anderen TSD hinten mit seinem Cursor auf irgendeinen Punkt gehen und sagen, dort bitte hinfliegen, dort machen wir jetzt irgendwie ein Ziel oder was. Das ist dann eben ganz hilfreich, weil ich natürlich jetzt nicht von hinten oder von vorne auf dem Display zeigen kann und dort habe ich irgendetwas. Das ist also eine sehr schöne Methode, um jemandem was zu zeigen dann auf dem Display, wenn man nicht gerade da ist. Dann in dem Fall haben wir noch hier Cursor Info. Das ist, hier ist jetzt ein zusätzliches Datenfeld bekommen. Das ist einfach dazu da, um die Sachen, wo sich der Cursor dann gerade eben befindet, nochmal darzustellen. Der ist jetzt hier unten in der Ecke, dort hat er sich versteckt. Ich schiebe den mal so ein bisschen hier in der Mitte rein. Ich mache das gerade hier so mal drüber. Dort könnt ihr dann eben an der Stelle die Koordinaten sehen, welche Höhe gerade anliegen oder gerade dieser Punkt hat und wie weit er von euch entfernt ist. Das ist dann auch eben ganz hilfreich, sage ich mal, ich möchte irgendjemand sagen, flieg mal die Stadt an oder dort in der Stadt greife ich irgendwas an, kann ich mit dem Cursor die Stadt anvisieren und ihm dann hier die Grid-Koordinaten durchgeben, hier Whiskey Delta und so weiter. Und ich hätte dann natürlich auch eine Höhe zur Verfügung, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schauen möchte, wenn hier irgendwo ein Gebirge ist, kommen wir darüber, wie hoch ist das so zum Beispiel, dann könnte ich dann auch hier an die Stelle gehen und mir ansehen, wie die Höhe ist. Beziehungsweise auch hier mit der Distanz daneben natürlich auch sehr hilfreich, wenn ich einfach mal schauen kann, wie weit ist das hier noch weg, ohne gleich einen Wegpunkt dahin legen zu müssen, ne? So genau, Obstacle und Inactive Zones habe ich gerade nochmal kurz nachgeschlagen, die sind wirklich noch nicht implementiert, kommt sicherlich später nochmal. Dann hier unten die beiden Sachen, die geboxt sind, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass es sich um die Felder hier handelt, Fehler Endurance und im Wind. Das heißt, wenn ich jetzt in der Mission rumfliege und ich weiß schon, wie der Wind ist, dass er Qualm ist, kann ich auch einfach sagen, ich kann mir das jetzt auch ausblenden. Ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit da Qualm stehen zu haben. Endurance finde ich doch ziemlich hilfreich, um einfach zu wissen, wie lange kann ich noch weiter fliegen, ohne dass es mir ja, mit dem Sprit mangelt. HSI ist dann auch nochmal, dass ich hier diese Kompassrose einblenden kann, ohne gleich die anderen Funktionen zu kriegen auf der Seite, wenn ich dieses Instrument einblende. Das heißt, auch so könnte ich in der Seite jetzt hier, wenn ich ganz normal in der Navface bin, mir hier so eine Kompassrose einblenden, ohne in den Instrumentmodus reinzugehen.
Das ist natürlich, ich finde ich ein bisschen, klattert doch ein bisschen zu viel das Display voll, deswegen habe ich das meistens nicht an. So, das sind die Sachen für den Navigation Phase. Wenn ich jetzt noch einmal hier unten auf die Phase Attack ändere, den wir gerade gesehen haben, dann kann ich auch hier die Einstellung für die Attack Phase machen. Das heißt, hier Current Route ist gerade ausgeblendet, haben wir ja gesehen, wenn ich zwischen den Phasen hin und her schalte. Wenn ich es trotzdem in der Attack Phase, haben möchte, dann kann ich es auch hier wieder mir noch dazu schalten. Dann haben wir hier noch zusätzliche Funktionen wie Inactive Zones und FCR Targets Opticals. Auch hier wieder Inactive ist ja nicht drin, genau wie auf der anderen Seite. Und das Fire Control Radar haben wir ja auch noch nicht, deswegen ist das hinfällig. Pilot Cursor und Cursor Info ist genau gleich wie in der anderen Seite, genauso wie diese Felder hier. Die sind dann auch eben für die andere Phase auch dort da. So, das war's aus der Showpage. Gehen wir dann mal wieder raus. Und dann haben wir hier PP für Present Position. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, kriege ich unten ein Feld dargestellt, wo mir die Grid-Koordinaten angezeigt werden oben und die normalen Längen und Breiten gerade unten und die Höhe, die ich gerade habe. Beziehungsweise die Höhe an meiner aktuellen Position über Grund gerade. Also nicht quasi über Grund, sondern die Höhe des Grundes über Meeresspiegel. Das ist dann eben auch hilfreich, wenn irgendeiner sagt, wo bist du gerade, dann könnte ich ihm auch hier die Koordinaten dann eben darüber mitteilen. So, dann kommen wir jetzt zu Chord. Das ist die Seite, die sich komplett um die Wegpunkte kümmert, beziehungsweise um die Targets und so weiter, die wir hier haben. In dieser Seite habe ich zwei Möglichkeiten. Erstmal vorne Ziele auszuwählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Target 01 oder Target 02, könnte ich das eben mit einem Tastendruck auswählen. Und das würde dann zu meinem Acquisition Source Punkt werden. Das heißt, das ist wie in den anderen Fliegern der SPI. Und in dem Fall, wenn ich jetzt einfach mal auf Target 01 drauf drücke, dann würde eben dieses Ziel auch zu meinem Acquisition Source Punkt werden, was dann auch hier unten rechts in der Ecke dargestellt wird. Kommen wir dann gleich nochmal zu. Acquisition Source ist halt ganz wichtig, um im IHEAD zum Beispiel zu sehen, wo wird gerade irgendwas anvisiert, beziehungsweise als Co-Pilot Gunner vorne kann ich meinen TETS vorne das große Infrarot, ich möchte einfach mal sagen, den großen Tageport, der vorne dran hängt im Apache, den kann ich dann auf diese Richtung automatisch hinslaven und ausführen. Und als Pilot und als Co-Pilot Gunner kann ich dann durch das kleine Cross sehen, wo gerade das Ziel ist, was ich anvisiere. Das ist dann die Acquisition Source. Und das kann man hier auf der Chord-Page, wie ich gerade gesagt habe, hier machen, indem man einfach vorne drückt über die beiden Punkte oder für die anderen Ziele. Beziehungsweise für die Ziele hier kann ich dann hier rechts nochmal drücken und ich kriege mehr Informationen zu diesen Punkten. Das heißt, ich sehe dann nicht nur die Koordinaten, Höhe und so weiter, sondern auch die, den Kurs dahin, die beiden Entfernungen in Kilometern und nautischen Meilen, den Namen des Punktes und so weiter, der ja hier nur mit T01 abgekürzt ist. Hier könnte ich natürlich noch mehr Freitext eingeben. Ja, das ist dann hier alles ersichtlich, wenn ich dann rechts auf die Tasten drücke. Da kann ich dann auch nochmal eben für den Überblick dort mehr zwischen den Zielen, die jetzt schon auf dem TSD drauf liegen, mehr Informationen holen. Wenn ich auf der Chord-Page bin, landet man jetzt erstmal auf Targets und Threads, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich die Ziele habe oder auch Threads. Das heißt, ich könnte mir auch eine SAM zum Beispiel auf dem TSD platzieren und sagen, hier ist eine Gefahr, hier ist eine SA6 zum Beispiel und die hat den Radius. Dann würde mir das dann auch dargestellt werden auf dem TSD. Das würde ich dann aber auch nochmal extra zeigen, wie man mit diesen Threads umgeht. Die andere Seite, die dann hier in dem Fall auch noch wichtig ist, ist hier WPTAZ. Und zwar ist das die Seite für Waypoints und Hazards. Das heißt, das ist die Seite, wo die Wegpunkte eingetragen werden, beziehungsweise die Punkte wie diese Obstacles, gerade mit diesem gelben Punkt drauf, wo ich gesagt habe, hier ist ein Hindernis, hier könnte man eventuell gegenfliegen. Das ist die Seite, die sich dann hier rum kümmert. Wenn die geboxt ist, dann werden mir die Wegpunkte hier alle präsentiert. Und auch hier wieder gilt, mehr Informationen rechts und das als Acquisition Source machen auf der linken Seite. Wenn natürlich viele Punkte da sind, wie hier, habe ich hier unten auch ein Paging, wo ich zwischen den Sachen hin und her schalten kann. Und ihr seht, hier habe ich die Wegpunkte alle mit W06. Und das hier ist dieses Hazard, dieses hier ist Obstacle, was ich als gelb dorthin gesetzt habe. Das ist dann hier auch hier an dieser Stelle. Ja, dann haben wir hier noch Control Measures und andere Punkte. Das ist dieser andere Punkt, den ihr hier oben gesehen habt, dieser grüne, dieser CP, dieser Control Point. Auch diesen kann ich dann hier über die Seite dann auch wieder sozusagen annavigieren und auswählen für mehr Informationen. Leider ist auf der Seite jetzt nicht möglich, diese Wegpunkte und so weiter zu editieren. Das muss man dann auf einer anderen Seite machen. Das zeige ich dann aber auch im jeweiligen Tutorial rüber.
Wir hätten hier theoretisch auch noch andere Funktionen wie Line und Area, wo wir auf dem TSD auch Linien und Bereiche selbst drauf malen könnten. Die würden dann natürlich hier auch dargestellt werden auf der Seite. Haben wir da aber jetzt natürlich noch nicht drin. Genauso wie hier mit dem Shot, das ist glaube ich auch noch nicht richtig implementiert, müsste ich aber nochmal nachprüfen. Dort könnte man eben sehen, wo haben wir Hellfires hingefeuert, wo war das Ziel für die Hellfire. Diese würden dann hier auch aufgelistet werden, ist aber noch nicht drin. Genau wie hier unten diese Farbenseite, die ist auch noch nicht implementiert. So, dann gehen wir wieder zurück, wenn wir oben auf Quad drücken und landen halt dann wieder auf unserer normalen TSD-Seite. Util, das ist natürlich die Utility-Seite, wo wir noch weitere Einstellungen tätigen können. Alles, was dann hier mit der Navigation zu tun hat, über unsere Navigationssysteme, das Doppler, das ich gerade nicht eingeschaltet hatte, ein Reset, ASE Autopage, das ist für dessen RWR-Receiver, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt von irgendwas erfasst werde, ich habe das ja zum Beispiel auch hier an. Hier ist irgendwas, was uns mit quasi auf unserem RWR auftaucht. Wenn hier diese Box erscheint und dann eins von diesen gelben Zeichen hier drumherum an dieser Box, dann ist das sozusagen die RWR-Darstellung. Wir haben ja keine eigenen RWR-Receiver jetzt hier und ein eigenes RWR-Display. Das macht dann auch die TSD-Seite, das gilt dann als unseren RWR. Und deswegen haben wir das dann hier auch hier drumherum. Und auf Util und hier ASE Autopage könnte man sagen, ab wann erscheint automatisch die TSD-Seite. Das heißt, wenn wir jetzt im nochmal rumfliegen und ein Radar würde uns im Search-Modus erfassen, weil es einfach nur scannt, würde in dem Fall automatisch schon die TSD-Seite erscheinen, damit wir sehen können, wo dieser Empfänger ist. Damit das aber auch über die Betty angesagt wird, wo die Sachen sind, und wenn ihr nach Searchen, finde ich das jetzt hier nicht ganz so wichtig, da reicht mir hier irgendwie 3 O'Clock oder so aus. Deswegen mache ich das meistens dann so, dass ich mir dieses Acquisition nicht auf Acquisition stelle, sondern auf Track. Das heißt, sobald irgendein Radar anfängt mich zu tracken, also kurz vorm Abschuss steht, dass dann die Seite erscheint, dass ich dann nochmal genau sehen kann, wo ist das gerade, und eben ausweichen kann. Genauso könnte ich dann hier, wenn ich auf dieser Util-Seite bin, dann auch nochmal nach ASE rüber wechseln, um dann die weiteren Einstellungen für das ASD zu machen. So, hier müsst ihr dann aber nochmal auf TSD drücken, um zurückzukommen, sonst landen wir auf der Weapon-Page. Ansonsten war bei Util, ja klar, ihr könnt hier die Uhrzeiten und so weiter noch einstellen, werde ich aber wahrscheinlich nie benutzen. Ganz wichtig hier an der Stelle ist noch ABR für Abkürzung. Das heißt, hier könnt ihr dann die ganzen Waypoint-Bezeichnungen, die wir haben, dann auch noch einsehen. Das heißt, hier Hazards könnte ich dann auch noch einstellen, je nachdem, was für ein Hazard ich gerade habe, in Tower Under, 1000 Fuß oder über, dass ich das dann hier auch in dem Fall mit dem jeweiligen richtigen Kürze versehe, wenn ich die Wegpunkte anlege. Das sage ich in dem Wegpunkt-Tutorial nochmal ganz genau. Denn ich habe jetzt hier gerade einen Control-Point angelegt mit CP, der ist dann hier, das ist ein Checkpoint. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, diesen Checkpoint da drüben, das ist jetzt eine Holding-Area oder ein Farb mit Sprit. Dann könnte ich dann hier den Bezeichner des Wegpunktes auf FF ändern, anstatt CP wie in meinem Fall. Und das würde dann heißen, dass dann auch ein anderes Symbol dargestellt wird. Und das ist dann etwas, was ich mir dann für das Wegpunkt-Tutorial nochmal eben aufhebe, dass ich dann die einzelnen Symbole nochmal darstelle. Genau, und jetzt gibt es dann auch hier unter Friendly Control Measures und so, die werden dann in blau dargestellt und so weiter. Das heißt, ich kann hier wirklich über diese Kürze, die ich den Wegpunkten zuweise, wenn ich nochmal auf die Chord-Seite schaue, dann haben wir ja hier unsere Targets, das Target ist ja klar, und bei den Control Measures, ich habe hier unseren Kontrollpunkt C51 und der würde dann hier nochmal einen anderen Identifier bekommen, der in diesen Abkürzungen drin steht. Und das heißt, je nachdem, welcher hier steht und welcher ich gerade ausgewählt habe auf der Abkürzungsseite, würde das dann auch auf dem TSD halt anders aussehen. Das ist auch ganz wichtig, um den Überblick zu behalten, dass ich nicht nur sehe, da ist ein Punkt, da ist irgendwas, sondern ich kann anhand des Symbols halt auch sehen, was befindet sich dort wirklich an der Stelle. So, wir waren hier bei Abkürzung. Diese Seite dient dann auch wirklich nur dazu, damit ihr dann sehen könnt, welche Abkürzung gibt es, und ihr wollt zum Beispiel irgendetwas markieren, aber ihr wisst es gerade nicht, wie die Abkürzung dafür ist, dann könnt ihr dann hier nochmal eben nachschauen, damit ihr die richtige Abkürzung parat habt. Genau, ansonsten ist dann jetzt das hier erstmal alles für Quartz, da kommen wir dann auch wieder dahin. Ja, deswegen die Util-Seite sind wir jetzt durch. Hier auf der rechten oberen Seite haben wir die 10-Kilometer-Darstellung, das ist eben, ja, wie groß ist gerade unser Scale hier von der Karte.
Ach ja, und hier in der Mitte habe ich vergessen, 60 hier, das ist der Kurs, den wir gerade bei uns anliegt, den wir gerade fliegen. Den Scale der Karte, den können wir natürlich dann hier auch runterstellen. Und wie ihr sehen könnt, die Karte im Hintergrund, die ja so eine gescannte Karte ist, die ist nicht für jede dieser Zoom-Stufen verfügbar. Das heißt, wir können nur maximal bis hier gehen. Gehen wir da drunter, wird es halt einfach schwarz, weil wir für diese Zoom-Stufe keine richtige Karte gerade haben. Aber auch da gibt es auch Abhilfe, zeige ich dann gleich. Gehe ich mal wieder so zurück. Wir haben hier Center. Wenn wir das hin und her schalten, dann können wir verstellen, ob wo wir unser Flugzeug bei der Draufsicht positioniert haben, weil so ist es jetzt in dem normalen Modus so. Unser Flugzeug befindet sich hier und wir haben dann ja hier die quasi Mehrsicht, wo wir gerade hinfliegen. Wenn wir mehr Rundumsicht wollen, können wir eben das Flugzeugsymbol in die Mitte des TSD tun und haben dann hier mehr Rundumblick. Freeze ist ja klar, dass gerade das ist, ich kann das Display so wie es gerade ist einfrieren, dass eben nichts mehr passiert, und das ist ja auch das, was eben beim Panning benutzt wird, und auch so müsst ihr dann einmal drauf drücken, um es wieder anzufriesen, dass es nicht mehr geboxt ist. So, dann kommen die beiden Punkte hier unten, die Acquisition-Punkte, die hängen ein bisschen weit wieder zusammen. Ich habe ja gerade schon vorgegriffen gesagt, es gibt ein Acquisition hier, das ist, wo ich den auf die einzelnen Punkte legen kann. Ich kann aber auch andere Sachen für meinen Acquisition-Punkt auswählen, beziehungsweise hier mit dem CAQ, mit Cursor Acquisition, kann ich dann eben den erst einmal boxen und den Cursor dann irgendwo hinstellen, wo ich die Acquisition drauf haben möchte. Wie jetzt zum Beispiel hier. Noch einmal so, wenn ihr mal auf den Cursor achtet, jetzt ist hier gerade ein weißes Kreuz drin. Das heißt, da kann ich keinen Acquisition Point hinsetzen, weil der ist ja nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Kontrollpunkt oben, der Checkpoint, den möchte ich zu meinem Acquisition Point machen, um dort eben mal mit dem Taz hinzuschauen oder so, dann kann ich eben drauf gehen. Und ihr seht ja, das X verschwindet und der Hintergrund des Kreises wird schwarz. Das heißt, jetzt kann ich das, was sich unter dem Cursor befindet, auswählen. Dann drücke ich einmal den Cursor oder Cursor Enter. Zack, und in dem Fall wurde dann das, was unter meinem Cursor liegt, als mein Acquisition Point dann hier eben auch schon direkt markiert. So, kommen wir dann so nochmal zu den Acquisition Points. Wenn man dort einmal drauf geht, kommt dann hier ein ganzes Menü an der Seite, wo ich dann nicht nur die Wegpunkte, die ich über Chords ausgewählt habe oder über den Cursor auswählen kann, sondern ich kann dann auch in dem Fall jetzt hier sagen, ich möchte das, was der Pilot zum Beispiel gerade mit seinem iHeads anguckt, als Acquisition Source sehen. Das ist dann super hilfreich, wenn man zu zweit fliegt und jemand sieht gerade was aus dem Fenster und sagt, ey, guck dir das mal an. Dann kann ich sagen, hier an der Stelle hole ich mir dann den Acquisition Source des Piloten, hier in dem Fall, hole ich mir dann in mein Display rein und ich sehe dann an diesem gestrichelten Kreuz, wo schaut er gerade hin. Genauso, wenn ich hinten als Pilot sitzen würde, würde dann hier im GHS stehen für Gunner Helmet Sight. Und das hier ist Pilot Helmet Sight. Die Stelle hier, die ist noch nicht implementiert, das hat mit dem Fire Control Radar zu tun. Hier kann ich mir den Acquisition Point fixed legen, und zwar genau auf die Flugzeugnase. Das heißt, das ist mehr oder weniger so eine Einstellung, die wir machen können. Wenn wir gerade nicht mit Acquisition Points arbeiten, dann könnte ich den hier auf fix stellen und dann drauf drücken. Und was für mich als Piloten immer am interessantesten ist, ist natürlich die TAZ-Einstellung hier. Weil wenn ich die aktiviere, dann kann ich sehen, wo schaut der Gunner vorne gerade mit seinem TAZ hin, mit seinem Target-Pod, und kann dann eben dort genau sehen, wie muss ich das Flugzeug ausrichten, beziehungsweise den Helikopter ausrichten, um genau so zu steuern, dass er mit seiner Gun noch richtig zielen kann, dass die Raketen richtig treffen. Deswegen hier gerade das TAZ ist eine Funktion, die ich oft drin habe. Das heißt, wenn ich jetzt ganz normal fliege zum Beispiel, ist es eigentlich so, dass ich meistens, also wenn wir zu zweit fliegen, habe ich dann meistens die Helmezeit an. Wenn wir gerade im Navigationsmodus sind, kann mich dann eben umsehen. Möchte ich genau wissen, wo gerade hier dieses Obstacle liegt, hole ich mir das vielleicht nochmal rein. Wenn es dann rüber in den Kampf geht, dann habe ich als Pilot meistens hier das TAZ an. Und ansonsten als vorne hier als Gunner habe ich natürlich irgendeinen dieser Targets hier ausgewählt, damit ich schnell mein TAZ daraufhin sluen kann. Genau, so, jetzt wähle ich dann hier einmal in dem Fall Pilot Helmet Sight aus, und die gerade gewählte Acquisition ist dann auch immer hier Box dargestellt. Und dieses Acquisition zuweisen, das könnt ihr dann eben nur über das TAZ Display hier machen, deswegen das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Wo wir gerade bei Punkten sind, hier unten gibt es nochmal die Point Subpage. Wenn ich dann hier einmal drauf gehe, dann kann ich halt hier zum Beispiel zusätzliche Informationen sehen zu Wavepunkten, wo wir gerade drüber sind mit dem Cursor.
In dem Fall ist jetzt gerade dargestellt der Wegpunkt hier, der ist ja so ein bisschen hinterlegt für meinen aktuellen Wegpunkt, den ich gerade anfliege. Und was ich hier auf der Seite machen kann, ist eben den Cursor dann hier zum Beispiel drauf tun und mir dann Informationen über diese Punkte holen. Und auch hier wieder den nächsten auswählen drüber und dann ändern sich die Sachen, die hier unten dargestellt werden. Das ist das gleiche Infodisplay wie auf der Chord-Page und ja. Was ich dann links auf der Seite habe, sind die ganzen Funktionen zum Editieren der Wegpunkte, zum Anlegen und Löschen und so weiter, beziehungsweise Storen. Und auch, wenn es später kommt, Transmitten an meinen anderen Flight, beziehungsweise an meinen Wingman und so weiter. Das ist dann aus dieser Seite hier möglich. Das sind die ganzen Sachen, die wir dann auch brauchen, Wegpunkte anzulegen. Dafür gibt es ein eigenes Tutorial hier auf diesem Point. Da will ich dann später nochmal drauf eingehen in dem nächsten Tutorial. Das gleiche haben wir dann hier für die Route. Für RTE, wo ich dann hier natürlich die Punkte oder die nächsten Punkte in meinen Flugweg sehe, die ich dann hier drüber dann anwählen kann. Das heißt, in dem Fall würde ich dann sagen, ich möchte jetzt direkt zum Wegpunkt 3 fliegen. Dann drücke ich dir und meinen Wegpunkt 3 und zack ist dieser dann ausgewählt. Ihr seht, dass dann jetzt der Flugweg zu diesem Punkt, den ich ausgewählt habe, über Direct natürlich hier markiert ist. Der eigentliche Route, den wir vorher schon definiert hatten, die bleibt aber trotzdem im Hintergrund erhalten. Das ist eben, damit ich schnell direkt zu irgendeinem Punkt fliegen kann, aber trotzdem weiterhin die Route behalte. Genauso könnte ich dann hier über Add und Delete auch Punkte aus meiner Route rauslöschen, ist aber auch was dann für das nächste Wegpunkt-Tutorial. Der nächste Punkt, den wir unten hier haben auf dem Display, ist RTM. Ja, dann drauf gehen, dort haben wir eine Übersicht aller verschiedensten Routen, die wir an Bord haben. Das heißt, wir können nicht nur diese Current-Route, die wir hier gerade definiert haben, wir könnten uns auch noch weitere Routen speichern und dann zwischen denen auswählen. Das heißt, wir hätten noch eine Alternativroute zum Beispiel oder wenn wir mit dem einen Task fertig sind, müssen wir vielleicht eine andere Route anlegen und das können wir dann hier über das Display dann auch eben auswählen. Das heißt, ich will mir jetzt zum Beispiel mal die Route Delta aus, wo keine Routen drin sind. Gehe dann einmal wieder zurück zum Display und ich sehe dann hier, meine Route Delta ist leer. Ich sehe die aktuelle Route nicht mehr, aber ihr seht, ich sehe trotzdem noch die Wegpunkte, die angelegt sind. Weil die Wegpunkte können ja auch ohne eine Route existieren. Genauso könnte ich mir aus diesen Wegpunkten jetzt hier eine neue Route zusammenbauen. Das heißt, nur zwischen, sage ich mal, Wegpunkt 2 und 4. Sich dann hier auf der Route dann eben eine neue anlege und die Punkte dann eben zuweise. Beziehungsweise ich bin jetzt ja hier auf der Delta und wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen mache, wie mir Wegpunkt zu der Route hinzuzufügen, das heißt, wie ich das gerade gesagt habe, ich gehe drauf auf die 2 hier zum Beispiel, ich möchte den zur Route adden, dann sage ich eben an welchem Punkt, hier an dem Endpunkt, dann noch den Wegpunkt 4 hatte ich ja gerade gesagt. Und auch hier wieder Add, beziehungsweise dann ans Ende anfügen. Und so kann ich mir dann die Route zusammenbauen. Und in dem Fall erscheint die dann hier unter RTM. Hier ist die Route, die wir uns gerade gebaut haben. Möchte ich jetzt nicht mehr benutzen. Ich gehe wieder zur Route Alpha um, die ich hier oben auswählen kann. Ja. Genau, und ihr habt ja gesehen, hier dieses RTM erscheint nur, wenn auch Route gerade boxed ist. Weil das eben ein Route-Menü ist, nochmal extra zu den Routen. Unboxe ich das nochmal und jetzt kommen wir zu der eigentlich wichtigsten Sache, das Beste kommt ja zum Schluss. Hier haben wir die Einstellung für die Map, das heißt für den Hintergrund der Karte können wir uns auch noch separate Sachen aussuchen. Das heißt, wenn ihr das einmal boxt, dann kommen wir auf die Map-Seite und jetzt wird es richtig genial, wir können hier zum Beispiel die Art der Karte auswählen. Jetzt gerade haben wir ja diese digitalisierte Karte, so eine gescannte Karte in Chart. Wir können dann jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen einfach mal eine digitale Karte. Und ihr seht, jetzt haben wir hier sozusagen den Höhenverlauf drin, wie so ein Relief. Und dieses Relief können wir auch zum Beispiel ändern über Color Band. Das ist natürlich, drücken wir einfach mal Elevation. Das heißt, je höher das Gebirge wäre zum Beispiel, was jetzt hier in irgendeinem Kartenpunkt ist, dann würde das auch anders dargestellt. Wie jetzt hier seht ihr zum Beispiel, hier ist diese Gebirgskette auf Zypern und hier geht das sonst in eine andere Farbe über. Und wie sehr sich diese Farben ändern, können wir dann hier eben über Level und so weiter einstellen. Ist aber auch noch nicht richtig implementiert, beziehungsweise diese Konturlinien sind auch noch nicht drin. Das, was jetzt aber richtig interessant wird, wenn wir hier bei Colorband nicht sagen Elevation für die Höhendaten, sondern ich wähle im Colorband mal Aircraft aus.
Und in dem Fall bekomme ich dann angezeigt, wenn ich so weiterfliege in meiner jetzigen Höhe, wie zum Beispiel am Boden, was liegt über meinem Flugweg? Was liegt quasi im Weg? Und da sehe ich dann hier, dass ich hiermit kollidieren würde. Das wird dann eben alles rot dargestellt werden. Das ist sehr hilfreich, wenn man jetzt gerade tief fliegt und dann sehen kann, ich kann nicht höher, weil zum Beispiel Wolken sind oder irgendwelche anderen Dinge. Oder ich kann vielleicht nicht höher wegen Sam-Gefahr. Dann kann ich hier eventuell sehen, wo ich hier in dem Fall noch hin und her fliegen könnte, beziehungsweise durchfliegen könnte, was ich, beziehungsweise hier geht das Terrain auch deutlich in die Höhe, wie ich das dann hier umfliegen könnte zum Beispiel. Das ist also eine Ansicht, die gerade im Tiefflug sehr hilfreich ist und die ich auch schon lieben gelernt habe. So, das haben wir dann eben hier mal Color Band, Aircraft Elevation und None auf unserer Digital Page hier, auf der Digital Map, die wir sozusagen haben. Und dann können wir dann hier auch nochmal entweder zur Karte zurückschalten oder die andere, die auch sehr genial ist, ist ja die Satellitenansicht. Hier haben wir dann die gleiche Satellitenansicht wie im Mission Editor auch. Und da könnt ihr dann auch richtig ranzoomen. Ich noch einmal zurück auf SAT. Und dort können wir jetzt zum Beispiel die ganzen Felder sehen und so weiter. Beziehungsweise jetzt gehe ich einmal zurück zu einem Flugplatz, wo wir hier gerade stehen. Genau, also es ist eine richtige Satellitenansicht und auch da könnt ihr dann, wenn ihr Ziele markiert habt oder irgendwas, genau sehen, wo stehen die gerade auf dem Feld, wo sind noch irgendwelche anderen Dinge. Ihr könnt also quasi aus dem TSD heraus euch hier wirklich die Karte anschauen, wo bestimmte Sachen liegen. So, dann penne ich noch einmal rum, um das noch einmal genauer zu zeigen. Also ihr könnt hier wirklich Gebäude sehen und alles, wenn ihr auf einer Stadt zum Beispiel mal drauf pennt. Ist wie Google Maps, nur eben im TSD-Display. Genau, so, jetzt gehe ich nochmal auf die Map-Page hier zurück. Wir haben noch natürlich ein paar andere Einstellungen, die wir hier machen können. Slope Shades und so weiter und Grid. Jede Grid an sich, wir haben natürlich hier so ein, das kann man, ja doch, kann man im Video erkennen. Wir haben ja so kleine Kästchen drumherum bekommen, wo wir dann auch nochmal so sehen können, wie eben die Einteilung zwischen diesen Grids ist. Slope Shade geht gerade hier leider nicht. Wir können aber in dem Fall nochmal, ich gehe dafür am besten auf diese Kartenansicht einmal für die Chart. Gehe ein bisschen höher, dass eben die Karte wieder kommt. Und wenn ich auf der Karte bin hier, im Map-Modus ausgewählt, kann ich dann auch hier sagen Orientation Track Up. Das heißt, in meinem Flugweg ist immer gerade oben, wo ich hinfliege. Beziehungsweise auch hier Heading abwählen. Das ist ja nochmal der Unterschied. Wo ist meine Nase hin ausgerichtet? Beziehungsweise wohin fliege ich wirklich? Das sind ja Unterschiede zwischen Track und Heading Up. So, und wenn ich dann hier noch den anderen Modus North abwähle, dann wird die Karte halt immer komplett nach Norden ausgerichtet dargestellt, egal in welche Richtung ich gerade fliege. Hier gibt es auch noch View 2D, es gibt offensichtlich noch eine 3D, da ist aber auch gerade nicht implementiert, weiß ich nicht, ob das noch kommt. So, jetzt schaue ich nochmal kurz drumherum, das sind auch für die Kartenseite dann alle Einstellungen. Und auch hier, ich habe für die Digitalseite zum Beispiel auch noch nicht wirklich alle Einstellungen gefunden. Das mit dem Level funktioniert noch nicht, Contours leider nicht. Und auch hier dieses Airverse Lines und Bows und solche Sachen, die kommen auch später erst leider in dem weiteren Release vom Apache. Ja, aber ansonsten, ihr seht ja auch schon, das ist wirklich eine sehr mächtige Seite, wenn ich da auf Aircraft gehe, wo ich dann sehen kann, liege ich das gerade beim Flugweg oder nicht. So, dann gehen wir zum Schluss nochmal auf die Battle Area Management Seite und da ist es sogar ganz gut, dass ich hier gerade North Up habe. Auf dieser Seite kann ich mir dann Gebiete markieren und jemandem zuweisen. Das Markieren funktioniert schon wunderbar, das Zuweisen natürlich noch nicht, weil wir keinen Data Link haben. Aber in dem Fall gehen wir einfach mal drauf auf die BAM Seite. Und jetzt könnte ich dann sagen, ich möchte ein Gebiet markieren und das macht ihr dann genau wie beim Mauszeiger im Windows, dass ihr den ersten Klick macht, zieht das Gebiet auf und macht den zweiten Klick. Auch hier kann ich über Type wieder auswählen zwischen verschiedenen Gebietsarten. Auch das steht wieder in dieser Abbreviation-Seite drin für die Abkürzung. Und in dem Fall für Options lassen wir jetzt einmal auf manuell, weil ich das Gebiet selbstständig aufziehe. Das heißt, ich bewege mein, ich möchte jetzt hier ein Gebiet aufziehen, um zu sagen, das ist eine Target Area. Beziehungsweise ich ziehe das mal hier um die Targets drumherum, um zu sagen, dort befindet sich die Target Area. Leg den Cursor an den ersten Punkt, drück einmal drauf und jetzt kann ich mir dann hier eine Box mit aufziehen. Und das ist dann sozusagen meine Angriffsbox. Dann drücke ich jetzt noch einmal Cursor Enter und jetzt haben wir hier uns ein Gebiet aufgezogen.
Und das kann ich dann eben active sagen und so weitere andere Dinge noch, beziehungsweise die Sachen dann noch hin und her schieben und verschicken. Funktioniert aber leider, wie gesagt, noch nicht so komplett eben mit dem hin und her schicken. Deswegen ist das nochmal eine Aussicht, was es bald dann noch alles zu tun gibt, was wir dort mit noch alles machen können. Und bin ich sehr gespannt, was dort noch alles kommen wird. So, dann sind wir auch schon wieder zurück auf unsere Hauptseite. Wir sind jetzt einmal komplett rumgegangen und ich habe eine Menge erklärt. Mir raucht doch schon selber ein bisschen der Kopf. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu viel für euch. Aber das ist, wie gesagt, erstmal der grobe Überblick über die TSD-Seite, was wir dort alles machen können. Ums eigentliche Anlegen der Wegpunkte und Routen editieren und so weiter, mache ich natürlich nochmal das eigene Tutorial und zeige, wie es geht. Das jetzt noch dazu zu packen, wäre wirklich zu viel. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert mich auch bitte, falls ihr es nicht getan habt. Und wie immer gilt, sind noch Fragen offen, habe ich irgendwas falsch erklärt oder bin ich nicht genug darauf eingegangen, immer rein damit in die Kommentare. Schaue ich mir dann an und beantworte die möglichstseitig, wenn ich es kann. Ist immer zu viel Relive dazwischen, wie das nun mal so ist. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao!